Pervasive Analytics Erweiterungen SAP Business One 9.1 Version für SAP HANA. Mit der Version 9.1 für HANA wurde der Pervasive Analytics Designer erweitert. Sie haben jetzt die Möglichkeit, Aktionen mit direktem Bezug zu KPIs und Pervasive Dashboards auszulösen. Sie können direkt aus Pervasive Dashboards oder KPIs mit Aktionen auslösen. Hier haben wir verschiedene Aktionstypen definiert, zum Beispiel das Öffnen eines SAP Business One Fensters direkt in die Stammdaten oder Anstoßen einer Enterprise Search Suche oder das Verknüpfen mit SAP Business One Fenstern, um das Dashboard in einem eigenen Reiter anzuzeigen, sowie auch ein sogenanntes Advanced Dashboard, welches dann noch tiefer in Kundensituationen hineingehen kann. Das ergänzende Dashboard, Advanced Dashboards, erstellt eine Möglichkeit her, um zusätzliche direkt verknüpfte Dashboards, die einen Bezug zu dem Ausgangsdashboard haben, um zum Beispiel KPIs oder tiefere Analysen auf einen Kunden zu machen. Hier haben Sie auch die Möglichkeit, mit entsprechenden Filtern einen, mehrere oder einen Kunden sich anzeigen zu lassen. Lassen Sie uns das in einer kurzen Demo anschauen. Wir haben hier jetzt ein SAP Business One 9.1 System basierend auf der SAP HANA Datenbank. Das haben wir uns jetzt schon mal ein bisschen kommod eingerichtet und haben hier jetzt zum Beispiel ein Dashboard, welches wir mit der rechten Maustaste betätigen, auf dem Kunden C20.000, zum Beispiel jetzt hier tiefer in das System verzweigen können. Wir können jetzt zum Beispiel direkt die Kundenstammdaten anzeigen lassen, können also direkt auf den Kunden C20.000 hier auch entsprechend dann mit dem Ordnung Analytics-Buttons oder Analytics-Feldern, Umsatzanalyse, Gewinne und so weiter, können wir durchwandern. Wir können hier auch suchen über die Kundennummer C20.000 oder, wenn man die Kundennummer nicht weiß, auch gerne über den Namen suchen vom Kunden, wenn man mehr Ergebnisse vielleicht über den Namen auch findet. Was aber das eigentlich Neue jetzt auch ist, in diesen erweiterten Dashboards, ist, dass wir aus dem Dashboard heraus auch direkt in den Kunden hinein verzweigen können. Und jetzt hier also ein Beispiel des Kunden, einen Kundenmonitor öffnen können, der jetzt wiederum ein Dashboard zur Verfügung stellt, die sich aber jetzt in dem Fall, sehen wir es jetzt hier, direkt nur auf den Kunden C20.000 erstmal gelinkt ist. Das heißt, wir haben hier eine direkte Verknüpfung von dem ersten Dashboard in einen weiteren sogenannten Customer- oder Kundenmonitor, den können Sie natürlich entsprechend noch umbenennen. Hier jetzt in dem Fall einmal eine kleine Sales-Ansicht von dem Kundenmonitor, offene Angebote pro Monat, Umsätze der letzten Monate, die Top 5 Artikel nach Umsatz, die der Kunde bezieht, oder Umsatz und Bruttogewinn pro Kunde von den 10.000-20.000. Sie haben hier die Möglichkeit zu filtern. Sie sehen, hier ist schon ein Filter voreingestellt über die Kundennummer 1. Wenn ich da drauf gehe, ist das der Kunde C20.000 und Sie den Filter herausnehmen, dann sehen Sie, ändern sich auch gleich die entsprechenden Analysen hinten dran. Setzen wir den Filter wieder rein oder wir könnten ihn auch theoretisch auf einen unserer anderen Kunden setzen. Und dann sind Sie wieder da, wo wir eben gestartet sind. Das gleiche können wir auch hier im Beispiel eines Service-Moduls machen oder Service-Abrufe. Das heißt, hier sehe ich jetzt auch wieder Service-Abrufe im Monat März, Juli, September, Dezember von dem Kunden C20.000. Ja, auch hier könnte ich jetzt zum Beispiel direkt wieder in die Kundenstammdaten abspringen und könnte mir anschauen, okay, was ist da los bei dem Kunden, wo kommen diese Service-Abrufe her, wenn ich jetzt hier wiederum zugehörigen Service-Abrufe mir anzeigen lasse, komme ich ins System, um mir die Service-Abrufe entsprechend zu analysieren.
Gehen wir da wieder zurück und schauen uns jetzt einmal kurz an, wenn wir hier das Fenster jetzt wieder schließen, wie wir das Ganze gestaltet haben. Sie bauen das über den Pervasive Analytics Designer. Den haben wir eben, wie vorhin schon erwähnt, entsprechend erweitert, um diese erweiterten Dashboards. Hier können Sie jetzt zum Beispiel auf den Customer Monitor, den wir vorhin gesehen haben, mit dem kurz öffnen. Jetzt sind wir hier im Meditiermodus. Den einmal kurz öffnen. Dann können wir jetzt hier wieder noch weitere Dashboards hinzufügen. Oder können die einzelnen Dashboards, die wir jetzt hier in dem Customer Monitor haben, wie zum Beispiel im letzten Monat Top 5 Artikelumsatz, natürlich auch entsprechend bearbeiten. Beziehungsweise jetzt hier erstmal die Filtermöglichkeiten noch mal kurz anschauen. Sehen hier Filter hinzugefügt, ja, offene Angebot pro Monat oder Umsatz pro Monat und bezieht sich immer auf den Cardcode entsprechend des Kunden. Deswegen ist das auch dann direkt in dieses Dashboard durchgelegt. Wenn ich jetzt noch einmal zurückgehe in die Dashboards selber, gehen wir mal kurz raus, speichern das mal kurz ab und gehen wieder in den Designer. Schauen uns das Dashboard Top 5 Kunden nach Umsatz einmal an. Sehen Sie jetzt hier die Aktionen, die entsprechend bei dem Dashboard hinterlegt sind. Also Kundenstammdaten anzeigen, das Ergebnis Warnfenster öffnen, ja, Kundencode und Geschäftspartnercode entsprechend verknüpft. Oder den Kundenmonitor öffnen. Da sehen Sie hier, ein erweitertes Dashboard wird geöffnet. Kundencode und Kundennummer entsprechend verknüpft. Wir können auch schauen, wo wir die Daten herbekommen. Hier vorne haben Sie unter den Grundeinstellungen entsprechend Kundencode, Kundenname. Ja, und Sie sehen auch hier, wo die entsprechende Abfrage hinterlegt ist. Wenn wir ein bisschen runtergehen, sehen wir auch die Abfrage, die da gezogen wurde. Das ist in dem Fall die Customers by Sales Amount. Gibt uns den Kundennamen und den Umsatzbetrag entsprechend zurück. Wir könnten jetzt hier auch direkt in die Datenquelle rein und mit der Datenquelle bearbeiten. Und dann gucken wir uns noch kurz den Service an, den wir hier in dem Customer Monitor auch mitziehen können. Also in einem Customer Monitor auch einen mehreren Reiter anlegen. Wir haben jetzt hier den entsprechenden Service nochmal. Weil Sie auch hier direkt wieder aus so einem Advanced Dashboard heraus direkt auch wieder in die Kundenstammdaten kommen. Kurz auch nochmal, wie wir dieses hier bearbeiten, den Customer Monitor, wie Sie jetzt einen weiteren Reiter hinzufügen wollen und sagen, wir nennen das Aktivitäten fügen ein entsprechendes Dashboard hinzu. Nehmen das Aktivitäten-Dashboard und gehen zurück. Dann werden wir das Ganze kurz abspeichern und gehen noch einmal zurück auf unseren Ursprungsbildschirm. Rechte Maus, da wird sich 20.000 Kundenmonitor öffnen und Sie sehen, wir haben ein paar Daten weiter hinzugefügt mit Aktivitäten zu C20.000 und können jetzt hier entsprechend auch tiefer lenken. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.